einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinde ich mich am Köln-Bonner Flughafen. Es ist viel zu früh, um eigentlich überhaupt wach zu sein zu dieser Uhrzeit. Wir haben Montag, den 5. September. Und zwar will ich euch mitnehmen in alter guter Germany's Finest TV-Manier, um ein Basketballprojekt zu begleiten. Und zwar haben es einige von euch vielleicht schon gesehen, auf Instagram oder Facebook habe ich schon mal ein paar Clips hochgeladen, wo ich vor einer Wand stehe und vor Bodenplatten, die mit LEDs ausgestattet sind, die auf Dribbling oder Pass ausgehen sozusagen. Das Ganze ist ein Projekt für eine spanische Firma, Pavi Gym heißt sie. Die konzipiert Fitnessböden, unter anderem auch Prama bzw. Pavi Gym 3.0. Das sind genau diese LEDs, die auf Kontakt ausgehen. Und ich mit meinem Basketball-Brain habe mir natürlich gedacht, hey, das ist viel cooler, wenn man die mit einem Basketball ausdribbeln oder passen muss, anstatt das mit Hand und Fuß zu machen. So viel zu dem Projekt in aller Kürze. Ihr seht hinter mir, das Boarding hat schon angefangen. Deswegen hüpfe ich jetzt in diesen Vogel, fliege nach Alicante, wir sehen uns vor Ort und dann nehme ich euch mit hinter die Kulissen von diesem kleinen Basketballprojekt. Viel Spaß! Vom Flughafen direkt ins Büro. Und so sieht mein Büro für die nächsten ungefähr 14 Tage auch schon aus. Ihr könnt es hinter mir sehen, es ist ein großer Raum, nennt sich Prama. Das heißt, hier wird das Licht abgedunkelt, die Fenster sind jetzt zu. Es gibt verschiedene Farben, beziehungsweise der ganze Raum wird dann in einer bestimmten Farbe getränkt mit dem Licht. Das kann man sich alles aussuchen, das Workout sozusagen zusammenstellen. Und hier auf den Böden findet dann das Gruppentraining statt, wo die Leute immer wieder von Station zu Station gehen, also Stationstraining. Wir haben hier, was ich auch schon erzählt habe, die normalen Markierungen auf dem Boden. Das heißt hier das Web, wo zum Beispiel Push-Ups gemacht werden oder Squats. Dann gibt es hier die Agility-Leiter, die auch jeder kennt. Hier vorne gibt es noch Slides, wo man mit solchen Pads sliden kann. Das ist ein bisschen rutschiger und glatter, diese Oberfläche. Dann gibt es Verankerungen auf dem Boden, wo man nochmal Resistance Bands anbringen kann. Und das, was meine Produktentwicklung betrifft, ist das sogenannte 3.0, also Pavi Gym 3.0. Das sind diese Units hier, die ihr schon so munter, lustig leuchten seht. Und zwar gibt es einmal die Sprint Tracks. Da gibt es vier an der Zahl. Das sind einmal hier diese linearen, ja, Sprintlinien sozusagen. Und dann gibt es die Combos. Das sind hier, eine Combo sieht so aus, dass 9 Spots auf dem Boden sind und 9 an der Wand. Und wenn ihr genau hinschaut, gibt es hier 4 Combos. Das heißt, 4 Stationen, an denen nochmal einzeln gearbeitet werden kann mit verschiedenen Übungen, was Functional Training angeht. Jetzt ist es ja so, dass ich Drills erstellt habe. Also ich nutze deren Hardware, die 3.0 sozusagen, basketballspezifisch. Ich habe insgesamt um die 80 Übungen erstellt. Die sind für einen Spieler nochmal unterteilt in Beginner, Fortgeschrittene und Pros. Das heißt, jeder Basketballer kann damit an seinen Skills arbeiten, egal was für ein Level die Baller haben. Jeder wird auf jeden Fall mit gechallenged, das kann ich euch versprechen. Und es gibt nochmal 2 Spieler, Drills sozusagen, das werden wir auch noch alles filmen, das steht morgen an, deswegen gehen wir gerade alle Drills nochmal durch, damit es die richtigen Lichtsequenzen sind, damit ich morgen die Demo-Videos machen kann. Ich stelle euch jetzt exemplarisch 2 Drills vor, einen einfachen, der nur die Bodeneinheit sozusagen betrifft. Wir machen das hier an der Unit, wo ihr schon seht, dass eine Zahl leuchtet, das ist die 7 hier, die leuchtet schon blau. Und einen schwierigeren, also einen leichteren Drill, einen schwierigen. Noch eine Sache solltet ihr wissen, blau und rot sind die beiden Möglichkeiten der Farbwahl sozusagen, die ich hatte bei Erstellung des Programmes. Und ich habe mich dafür entschieden, blau zu signalisieren für die linke Hand. Also alles, was blau leuchtet, muss man entweder mit der linken Hand ausdribbeln oder wenn es um die Wand geht, mit der linken Hand austappen. Und wenn es rot aufleuchtet, das LED, dann muss die rechte Hand verwendet werden. Ich habe einen einfachen Drill als erstes rausgesucht. Das ist ein normaler Handwechsel vor dem Körper. Also linke Hand, Cross vor dem Körper, rechte Hand, wieder Cross vor dem Körper. Sprich 7, 8 und 9 werden gleich aufleuchten. Ich gebe dem Gabriel jetzt einfach mal hier die Kamera. Das ist einer der Techniker. Bester Mann hier. Say hello. Hi. Das ist Gabriel. Der wird
das hier jetzt mal festhalten und gucken, ob ihr das gut sehen könnt, was hier passiert. Das ist also die 7, 8, 9. Das wäre jetzt der Drill. 3 Spots heißt der. So sieht es aus. Ihr fangt natürlich langsam an. Ihr könnt dann ein bisschen tiefer runtergehen, ein bisschen schneller arbeiten, einen nicht erwischt. Und dann könnt ihr natürlich auch irgendwann den Kopf hochnehmen, ja, hier irgendwo hingucken. Und trotzdem seid ihr in der Lage, hier genau auf die Spots zu dribbeln und die Farben auszumachen. Ihr habt zwei Möglichkeiten nachher, beziehungsweise die Benutzer haben zwei Möglichkeiten, was die Einstellung angeht. Ich kann einmal sagen, ich möchte 20 Wiederholungen machen und probiere das in einer möglichst geringen Zeit. Oder ich sage mir, ich habe 30 Sekunden und probiere so viel wie möglich Wiederholungen reinzubekommen. Das kann man natürlich mit Teamkollegen machen. Innerhalb von einem Workout macht es auf jeden Fall Bock, sich zu challengen und zu gucken, wer da schneller ist, mehr Wiederholungen schafft und einfach, ja, bessere Skills an den Start legt. Zweite Übung. Einen zweiten Drill, den ich euch kurz präsentieren will, ist eine Kombination zwischen Wall und Floor. Also auf dem Boden wird gedribbelt und an der Wand bei diesem Drill wird gepasst. Blau wieder links, rot wieder rechts. Drei Dribblings in der Mitte, ein Pass, ein Dribbling auf der Seite, drei in der Mitte und so weiter. Sieht so aus. Wenn ich es nicht erwische, das Ding, sieht es natürlich so aus, dass es dann nicht ausgeht. Ja, dann müsste ich nochmal den Pass spielen, bis er sitzt. Das ist in der Sache. Das nächste Lämpchen leuchtet erst auf, wenn ich das vorherige korrekt ausgemacht habe. Ja, so sieht's aus. Es waren zwei Drills von ungefähr 80 Stück. Und hin und wieder werde ich euch vielleicht was präsentieren. Morgen, wenn wir drehen, kurz mal euch irgendwas zeigen, den einen oder anderen Drill, den einen oder anderen Mitarbeiter vorstellen. Ist auf jeden Fall ein riesenlanger Prozess, bis das Produkt dann fertig ist. Hoffentlich in so ein, zwei Monaten. Und dann gucken wir, ja, ob das jemanden interessiert. Ja, ob hier in Spanien, NBA, College, Highschool, vielleicht sogar in Deutschland, werden wir sehen, ob die Leute Interesse haben, sich mit sowas zu verbessern, ihre Leute arbeiten zu lassen und einfach ihr Skillset zu erweitern mit diesem wunderschönen System. Das war der erste Eindruck. Ich bin aus der Puste und ja, morgen geht's weiter. Wir machen weiter mit Testen. Bis später.